Platzabbrechende Munition, die ich ja gerade benutze, die macht weniger Schaden allgemein. Aber dafür durchschlägt die halt leichter die Rüstung. Aber es ist halt das letzte bisschen, was ich übrig habe. Oder? Na, ich habe noch Überschussmunition. Die mir meine Waffe ziemlich verunreinigt. Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Wissen Sie warum? Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie. Ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Glücksbringer-Halskette? Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Glück für mich, meinen Sie wohl. Geben Sie sie her. Was? Den Teufel werde ich tun. Jacqueline, ja. Ach, dieser Staub, so geil. Sonst ist das immer total ekelhafter Staub. So, und hier vorne sind auch noch ein paar Leute, an die ich mich jetzt ranschleichen werde. So. Wunderschön nachgeladen. Eine Kugel reicht, da muss ich ja gar keinen ganzen Meteoritenhagel draufwerfen. Dachte ich. Es leckt ein bisschen, ich weiß nicht warum. Angeblich noch freundliche Ziele bei. Wohl eher woanders. Vielleicht sind das wieder Raben. Raben werden mir, glaube ich, auch angezeigt. Okay. Mitglied der Schakale. Red Racer Jumpsuit. Okay. Autowerkstatt Lipton Road. Okay, so ist Saving. Yes, baby.
Also wenn ich hier raus nichts zusammenbauen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt schon mehrere Lederrüstungen gefunden, genau. Apropos, Eddie. Hast du keine Waffen? Scheinbar nicht. Sie sind überlastet und können nicht mehr laufen. So. Dann gehen wir mal schön ans Lager. Ja. Diese Raben. Warum laufe ich jetzt so langsam? Ah, jetzt laufe ich wieder schnell. Das war ja gerade Zeitlupe. Kojotensteak! Wildwasser, sehr schön. Aufbereitetes Wasser und Jet. Plus 5% Angriffsgeschwindigkeit. Yeah! Doppeltes Heal-Geschwindigkeit mit Visier. Durst minus 50 TP hoch. Sehr toll. Wildwasser. Mhm. Wildwasser rockt. Da! Ah, warte, das sind ja drei Leute gewesen. Vielleicht kann ich mir jetzt noch mehr Wildwasser bauen. Ah. Ah, komm, unnötig. Splittergranaten. Nur für mich. Noch eine Portion Wildwasser für mich. Doch nicht. Blutschild. Giftresistenz plus 100. Wow. Und Dunkelmutter ist das heftigste Gift, was ich kenne. So. Skorpione schon wieder, glaube ich. Skorpione. Und explodiert. Ach, wie auch immer. Okay, so ist wieder Saving. Warum speichert er so oft? Ah.
Alle 30 Minuten ist okay. Naja. Ach so, immer nach dem Kampf speichert er ja, ne? Ich habe ja dauernd Kämpfe jetzt gerade. I have spurs that jingle, jangle, jingle. Aber ich darf das Radio nicht anmachen. Da 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 da. Ja, freu dich. Er freut sich. Ja, freu dich. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser! Jawohl! Sind Sie Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Kommen Sie aus der Stadt dort drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Tschüss. Ja, tschüss. Ich lasse sie mal laufen. Oh. War Machine, yep. Ich bin eine War Machine. Los, komm! Ich wollte schon sagen. Und Licht! Oh. Ja, packst du Putzmittel, sehr schön. Reinigungsmittel. Oh yeah, baby! Oh, sehr schön! Gurkenblätzen, das wollen wir alles gar nicht haben. Gemüsesuppe. Yeah. Kirschen. Und Tomaten. Yum, yum, yum. Oh, noch mehr Tomaten und Tricks. Und Canned Squash. Und. Ist nicht voll? Nein. Oh, und Bifogetti. Yum, yum, yum. Chicken Biscuit, Canned Squash, yeah. Gloria Beans und Blueberries. Und ein Kerl. Und ein Nuka-Cola Kühlschrank. Jetzt, wo ich es recht überlege, hier war ich noch nie. Also, ich habe noch nicht diese Tür aufgemacht. Da ist schon was Rotes. Ach, Nuka-Cola. Boxcars. Worum geht es denn diesmal? Was? Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ja, ist okay. Ich kann ja Cosmetics entbehren. Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Drei. Drei Dosen? Das reicht ja fast für eine Party.
Ja, so bin ich. Was ist in der Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Wie haben sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor ihnen steht der Zweitplatzierte der Nitten-Lotterie. Dieses Arschloch Swanick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nitten, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Gut. Wann und wie ist der Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Okay. Was passiert, nachdem er sein Lotterielos bekam? Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Ja, okay. Was mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Ja, in Ordnung. Sie erwähnten, dass einige Leute versklavt wurden. Ja, eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich überlege es mir. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten, aber zählen nicht auf mich. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. In Ordnung. Sprechen wir über was anderes? Und über was? Na, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich keine Themen mehr für dich. Wiedersehen. Ja. Und viel Spaß noch mit den Medics. Jetzt fühle ich mich irgendwie ganz schlecht, diesen ganzen Laden hier auszurauben. Nein, endlich dich. Ich fühle mich nie schlecht. Und hopp. Ich kann nicht hopp machen.